Ja, herzlichen Dank. Guten Tag zusammen. Ich darf uns ganz kurz vorstellen. Timo Ulmer, Geschäftsführer der Bürotex Metadoc, verantwortet bei uns den Bereich Technik und Entwicklung. Mein Name Gerd Koch, Leiter Business Development. Und im Zuge dieses Projektes auch gleichzeitig der Projektleiter, weil ich fand es so spannend, dass ich gesagt habe, da würde ich gerne dabei sein. Die Bürotex Metadoc sitzt in Nürtingen. Die meisten kennen Nürtingen nicht. Wir sitzen in der Nähe von Stuttgart. Nürtingen hat ein paar berühmte Persönlichkeiten, also nicht uns, sondern unter anderem Hölderlin oder auch Harald Schmidt, die kennt man dann eher. Im Moment betreiben wir seit ungefähr 15 Jahren ein Hosting- und ASP-Center in zwei Rechenzentren, heute nennen wir es Cloud, haben ungefähr 800 Millionen Dokumente in unseren Archiven, Dokumentenmanagementsystemen vorrätig und jeden Tag, wir haben auch so einen schönen Ticker bei uns im Büro, kommen rund 450.000 neue Dokumente hinzu. Die Firma Gefaco, ein Getränke-Fachgroßhandelskooperation, kam auf uns zu, weil sie Anforderungen hat von ihren Gesellschaftern, die letztendlich Informationen benötigen zur Abrechnung, zur Faktura, zur Weiterberechnung an Kunden und suchte letztendlich einen Partner, der eine Dokumentenmanagementlösung anbietet, die aus einem Rechenzentrum kommt, die die Betriebsverantwortung in einer Hand hat und die entsprechende Software natürlich auch liefern kann, die cloudfähig ist. Weil was haben wir draußen? Wir haben draußen ungefähr 132 Händler, es sind glaube ich mittlerweile 133 Händler. Die haben eine sehr heterogene Infrastruktur. Das heißt, wir finden tatsächlich noch XP-Rechner, wir finden Win 7, wir finden Win 8, wir finden Apple, alte Kassensysteme, DOS haben wir auch noch, richtig. Ja, letztendlich haben wir aber bei den DOS-Rechnern ein bisschen was mehr machen müssen. Letztendlich hat das Ganze sehr schnell überzeugt. Wir hatten eine Vorlaufzeit von rund 4 Wochen, wo der Kunde dann uns letztendlich auch den Zuschlag gegeben hat, dieses Konzept umzusetzen. Welche Vorteile oder welche Punkte waren wichtig? Wir hatten zum einen schon einen bestehenden EDI-Prozess innerhalb der Gefaco. Der musste implementiert werden. Wir hatten das Thema, dass elektronische Belege in dieses Archiv laufen müssen. Wir hatten Papierbelege, Cold-Daten, Druckdatenströme und all diese Dinge sollten zum einen über ein bestehendes Portal der Gefaco, das von einem Drittanbieter betrieben wird, recherchiert werden können von den jeweiligen Gesellschaftern, als aber auch aus eigenen Archiven der Gesellschafter zu finden sein. Es gab ERP-Anbindungen, Integrationen, können Sie sich vorstellen, ist eine gewachsene Landschaft, da hat nicht jeder das gleiche ERP-System, weil jeder Gesellschafter ist eine eigene GmbH, ist ein eigenes Familienunternehmen von, sage ich mal, 500.000 Euro Umsatz bis zu mehreren Millionen. Die haben kleine Kassensysteme, große ERP-Systeme, sie finden dort alles. Wichtig war auch, dass eine komplette automatische Verarbeitung stattfindet, der Eingangs- und Ausgangsrechnungen, um hier auch letztendlich die Zahlungen nachher zu optimieren. Da komme ich nachher noch kurz dazu, um zu erklären, was hier noch ja, wichtig oder die Herausforderung war. Letztendlich wollte der Kunde aber auch die Gefaco, dass wie gesagt die Gesellschafter eigene Archive bekommen, die nichts mit der eigentlichen Gefaco zu tun haben, weil diese Händler kaufen auch selbstständig ein, Produkte, die sie heute gar nicht über die Gefaco beziehen. Sehen wir nachher, welche das sind. Das ist ein ganz spannender Markt. Letztendlich dient unsere Plattform da dazu, da gehe ich aber nur ganz kurz drüber weg, all diese Daten über Schnittstellen zur Verfügung zu stellen und nachher in ein rechtskonformes Archiv zu überführen. Am Beispiel der Eingangsrechnungen sieht man mal ganz kurz, wie das aussieht. Es gibt eine DBZ, das ist eine Gefaco-Tochter, die reguliert den sämtlichen Zahlungsverkehr. Hier gibt es Abkommen mit einem Alpirsbacher als Beispiel. Diese Rechnungen wandern zur DBZ, müssen aber dem Gesellschafter in einem eigenen Archivbereich zur Ansicht gebracht werden. Weiterhin gibt es Hersteller und Lieferanten, die haben kein DBZ-Abkommen, die beliefern diesen Getränkehändler direkt. Gehört zum Beispiel eine Bitburger dazu. Das heißt, wir müssen eigene Archive betreiben und parallel dazu die Möglichkeit dem Gesellschafter geben, auf diese Archive aus seinen Archiven zuzugreifen. Jetzt sind wir ja leider nicht auf der grünen Wiese und es gibt auch Partner, die sagen, ich kaufe kein neues Archiv, ich habe schon was oder ich will gar keins. Die greifen dann nur über die Portallösung auf dieses Archiv zu. Ein weiterer Service war, der gewünscht wurde, die Digitalisierung von Rechnungen. Das macht die Gefaco selbst in ihrer Zentrale.
Gesellschafter machen es entweder vor Ort oder sie geben uns das Papier und wir führen es in die Cloud entsprechend dazu und übertragen das Ganze in die Archivsysteme. Der große Vorteil für alle Gesellschafter war, dass sie jederzeit ihre Rechnungsinformationen aus den Zahlauflisten bekommen, jederzeit ihre Zahlungen einhalten können, eine ständige Verfügbarkeit haben, einen einfachen Zugriff per Webbrowser oder über ihr Portal, das sie heute schon kennen, und somit sehr, sehr schnell auch eingeführt werden können, diese Archive. Für die GEFAKO war es wichtig, einen regionalen Partner zu haben. Wir haben eine örtliche Entfernung von 15 Kilometern, betreiben, wie gesagt, zwei eigene Rechenzentren, keine Investitionskosten zu haben, sondern pay what you use. Somit war das Ganze sehr schlank und charmant. Man sieht es auch an den Preisen. Jeder Gesellschafter, der heute dazukommt und sich ein Archiv anschafft, zahlt pro User im Monat 19,90 Euro. Das können wir nur erreichen, indem diese Plattform skalierbar ist, wir quasi ein Master implementiert haben für die GEFAKO und das jeweils weiterbauen können für die eigenen Gesellschafter. Das war tatsächlich auch die letzte Folie. Perfekt. Dankeschön. Exakt in der Zeit. So. Ja, 4 Minuten Zeit für Ihre Fragen. Ich darf die Jury bitten. Wer hat Fragen? Wer möchte anfangen? Ah, der Dr. Martin. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht alle erschlagen, Herr Dr. Martin. Nee, also die erste Frage, die ich habe, ist, wie sieht es aus mit individuellen Anpassungen an das System durch die Gesellschafter? Wer kann das machen? Wird das zentral gemacht? Wird das dezentral gemacht? Und dann direkt in diesem Zusammenhang zur Funktionalität, wie sieht es aus mit kontrollierter Vernichtung? Okay. Fangen wir gerade mal mit dem letzten Thema an. Das sind sogenannte Retention-Zeiten, was hier drin sind in diesem System. Man muss dazu sagen, dass alle APIs im Grunde genommen auch mit Webschnittstellen angereichert werden. Also eine Funktionalität eines komplett vollwertigen DMS-Systems, wie man sich es vorstellt, mit allem, was dazugehört, zu 99,9% abgedeckt mit Webschnittstellen. Was nicht dabei ist, sind Retention-Zeiten. Aus einem bestimmten Grund heraus kann man sich natürlich vorstellen, warum irgendwelche Hacker irgendwann schaffen es vielleicht doch, irgendwo ein Protokoll irgendwo zu überlisten oder über eine Attacke irgendwo doch reinzukommen. Deswegen ist es nicht mit drin. Das heißt, Retention-Zeiten werden festgelegt auf die jeweils gültige Dokumentenart und werden dann durch die Administrative von uns über verschiedene Mechanismen dann auch tatsächlich gelöscht. Also wir sind auch komplett offen. Es ist völlig egal, welches Speichersystem dahinter steht. Beispielsweise heute als Aussteller da die EMC. Es können aber andere zertifizierte Speichermedien auch jederzeit angehängt werden. Jetzt nochmal zurück zur ersten Frage war die individuelle Anpassung. Ja, danke. Das Modul, also die Software ist komplett modular. Das heißt, es können auch selber Anpassungen durchgeführt werden, allein im Style Guide beispielsweise, wie das, wie es sich verhält beim Auftritt. Es können aber auch bestimmte Dinge hinzugemacht werden, per eigenen Templates, kann ich also bis auf den Benutzer oder Abteilung runterbrechen, auch das ist selbstverständlich möglich. Gibt es weitere Fragen? Herr Dr. Ried? Ich habe eine kleine Frage zu der Art und Weise, wie Sie mit Mandanten umgehen. Sie haben ja jetzt einerseits einen Prozessfluss und ein globales Template, aber andererseits viele einzelne Gesellschaften. Wenn sich jetzt eine Gesellschaft noch nicht einig ist, ob sie das machen will, kann sie zum Beispiel mal ein Trial machen, also ein Testmandant, ohne dass sie dafür irgendwie virtuelle Maschinen hochziehen müssen und Geld verbrauchen. Genau. Also gibt es ein echtes Mehrmandantenkonzept? Es gibt ein echtes Mehrmandantenkonzept, selbstverständlich. Es gibt auch ein Demosystem, wo man bestimmte Dinge etablieren kann. Wie gesagt, die Software ist komplett modular, kann auch beispielsweise Personalakten verwalten, gibt es eigene Module dafür, eigene Templates dafür. Das hier ist jetzt wirklich die Enterprise-Content-Management-Schiene also davon. Also mal extrem gesagt, wenn Sie jetzt 100 User hätten, hat das den gleichen Preis, ob Sie die 100 User auf einen Mandant verteilen oder auf 10 Mandanten? Das hat denselben Preis. Ja, danke. Gibt es weitere Fragen? Herr Westerfeld? Ich bleibe bei der Abrechnung. Wenn Sie pro User abrechnen und nicht nach verbrauchten Ressourcen, wie geht das langfristig auf?
Das ist eine interessante Frage. Das sind natürlich Beobachtungen, die wir gemacht haben. Es sind Kalkulationen angestellt worden schon von Anfang an. Wir haben sehr viel mit Enterprise-Kunden zu tun, wir haben aber auch mit KMUs zu tun. Wir wissen in ungefähr, wo das abgeschätzt wird. Es sind auch das, was Sie gesehen haben, das sind selbstverständlich Listenpreise. Also man ist auch hier noch in der Lage, selbstverständlich individuelle Angebote anzufertigen. Und je nachdem natürlich, was für Daten hier transferiert werden. Wenn jetzt natürlich die Filmindustrie kommt und meint, sie muss mir hier die 4K-Videos beispielsweise hochladen, dann wird das natürlich, haben Sie vollkommen recht, irgendwo natürlich nicht mehr für uns wirtschaftlich attraktiv sein, ansonsten aber gar kein Thema mit Office-Dokumenten etc., was da erstellt wird. Ein paar Sekunden haben wir noch für eine schnelle letzte Frage. Na, die Jury ist zufrieden. Ja, doch, Dr. Martin hat noch. Ja, ganz. Ich habe nur eine Frage. Individuelle Anpassung hatte ich ja schon gefragt, aber wie sieht aus die individuelle Anpassung von Schnittstellen zu Daten, zum Hochladen von Daten, Erfassen von neuen Datenquellen? Ganz kurz. Ist eine Thematik, die wir jeden Tag haben, für das sind wir Integrationsspezialist, ist selbstverständlich möglich. Wir arbeiten mit offenen Schnittstellen, die sind auch beschrieben, auch dem Kunden gegenüber beschrieben. Wir brauchen nicht selber in Aktion zu treten. Alle Webschnittstellen sind soweit offen und dargelegt, sodass der Kunde seine eigenen Webportale auch anschließen kann. Prima. Vielen Dank, meine Herren. Sie haben es überstanden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, bitteschön.